Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Schwertbrecher, glaube ich, geknüppelt. Ja, Rokuro ist ein bisschen hat sich ein bisschen verausgabt und ist durchgedreht, beinahe auf Luffy's Tit losgegangen und den getötet. Und ja, nichts Besonderes. Was hast du herausgeholt? Medaille oder ein Kompass oder irgendwie sowas. Okay. Habe ich auch noch nicht gesehen. Und ja, unsere Expedition ist zurück. Kümmern wir uns erstmal darum, damit wir am Ende des Parts machen können. Ich habe ihn zum neuesten Meer hier geschickt. Also hoffentlich kriegen wir hier was Schönes. Oh, sehr gut. Hat sie uns davon abgehalten, hier eine Niederlage zu bekommen. Oh, sehr schön. Schatz. Nichts Besonderes. Doch. Schatz gefunden. Wildnis der drei Wächter. Diese Kunst voll Glasmalerei stammt von der Kanono-Insel, die auch als Insel der drei Jahreszeiten bekannt ist. Das Glas strahlt eine Dezenz samt Leuchten aus. Wahrsagen, Schwindel. Okay. Wieder hier ein, würde ich dann sagen, ne? Hof. So, was haben wir hier? Magilo. Wenn ich schon seltenes Essen finden. Vielleicht. Hier noch einer von ihren Tricks. Höhere Menge seltenes Essen. Okay, so ist sowieso nicht schlecht, wenn ich etwas so freischalte. So, offscreen erstmal wieder. Hat sich einiges getan. Ich habe erstmal ein paar neue Arts gelernt. Und zwar so auf Level 21 und 22. Eleanor hat gelernt. Einmal Kreisel und Felsschwarm. Felsschwarm ist ein bisschen interessant. Da tun so Steine um einen herum. Ja, Kreisen und Kreisel ist das, was man irgendwie erwartet. Ein bisschen so wie aus Matrix, dieser eine Move. Okay, Magilu hat gelernt. Flutmauer. Hier, ja. Habe ich auch direkt ausgerüstet, die ganzen Sachen. Und Luffy Set hat gelernt, verlockender Köder. So, dann haben die so auf 21 und 22 gelernt. Jetzt kommen wir zu den Titel. Überraschenderweise hat Eleanor nicht so viele Titel bekommen, wie ich gedacht hatte, sondern Magilu hat die meisten bekommen. So, aber hier habe ich wahre Eleanor, genau, 25 mal gesteuert. Ich habe weit mehr als 25 mal gesteuert und 30 Familienangriffe. Da habe ich hier Schattenschreiter bekommen, Ausweichschritte, glaube ich, ne? So, Luffy Set hat gelernt Waffenmeister, also gemeistert der Ausrüstung, 20 Stück schon. Velvet hat Dingens bekommen. Jedes beständige Kämpferin. Matthias, das ist irgendwie, glaube ich, 300 Minuten im Kampf oder irgendwie sowas. Weiß ich jetzt nicht. Hier. Das stimmt sogar. Kämpfer macht Zeit, 300 Minuten. Und Magilo hat ganze 4 Titel gelernt. Und zwar einmal Seelenschlürferin. Also 300 erhaltene Seelen im Kampf. Violette Hexe, das hat sie bekommen, glaube ich, nach 1000 Malakarts, genau. Schwachstellenjäger, 50 mal irgendwie betäubt, glaube ich. Oder Schwachpunkt-Kombos, ja. Und Lahmlegerin, das hier hat sie durch Betäubung bekommen, genau. So, und dann habe ich mit jedem Charakter noch Folgendes hier gelernt. Super-Oma, warum Super-Oma? Kämpferwechsel, ich habe hier ein bisschen so amused auf Screen mit dem Kämpferwechsel und habe bei jedem Charakter hier Superronin 10 Auswechslung. Nach 10 Auswechslungen hat man das schon bekommen. Gemacht, super Heldin. Ja, Velvet die Heldin, genau. Also ich habe mit jedem Charakter hier so 10 Einwechslungen gemacht, damit ich die schon mal habe. Und ich kann das, wenn man genug SA hat, kann man das immer und immer wieder machen, weil das irgendwie ein bisschen vereinfacht, hier diesen Titel zu bekommen. Ich glaube, da werde ich nächstes Mal auch machen. Da fällt mir gerade ein, ich habe, glaube ich, ausgestellt, ja, dass die ihre Dinge einsetzen, damit ich die immer benutzen kann. So, dann war's mit dem Titel. Jetzt kommen die Ausrüstung. Da ist nicht so viel. Und zwar haben wir ihre Malerlanze hochgelevelt. Dann habe ich, glaube ich, in dieser einen Ruine hier so ein paar Drops bekommen von irgendwelchen Monstern. Ich glaube, hier den Speer oder den hier habe ich bekommen. Kalzitspeer habe ich bekommen. Von irgendeinem Viech hier aus den Ruinen. Hier, die Gegner scheint auch noch irgendwie was zu droppen, aber ich habe
nach, weiß ich nicht, voll vielen Kämpfen immer noch nichts bekommen, also habe ich aufgehört. So, Velvet hat sein Montur und Floridstiefel gemeistert. Sie hat, glaube ich, nichts mehr jetzt zum Ausrüsten. Ja, ein bisschen doof. SA gewinnt durch Seemann, das ist nicht schlecht, vor allem wenn man das dauerhaft hat. Seidenmontur, was hat uns das gegeben? Wir sind ja nicht elementarer Schaden reduziert. Ja, perfekt. Okay, bei Love Set habe ich die Venus-Tasche gemeistert. Lebens, das ist jetzt nicht so wichtig. Mit Roku und Eisen habe ich eine Dornweste gemeistert. Die haben, glaube ich, auch nichts mehr jemals ausrüsten können. Nee. Verteidigung, schon wieder so was. Magilo habe ich einen Wasserring gemeistert und das war's, glaube ich. Das war's, ja. Gut, aber aus dem Weg räumen, jetzt können wir wieder weitermachen. Gut. Also gezeichnet. Wir gehen jetzt hier rein und gucken, was hier drin ist. Hab ich die Expedition losgeschickt? Ja, ne. Ich glaube, Velvet hat übrigens auch noch ein Kochlevel bekommen. Aber auf Level 4 lernt man noch nichts oder so. Deswegen ist das jetzt nicht so wichtig. Erst auf Level 5 tut man, glaube ich, wieder eine neue Fähigkeit oder so freischalten. Deswegen tue ich jetzt jedes Mal erstmal die Leute auf Level 5 bringen. Und tue dann immer wechseln. Und ja, ich brauche unbedingt einen Händler. Ich musste ausgehen nur irgendwie einen Trank des Lebens benutzen und jetzt habe ich nur noch einen einzigen. Und ich brauche dringend einen Händler. Also der Türelster kann ruhig mal hier antanzen wieder. Neue Gegner, natürlich neue Gegner. Mal ich mal hier auf Screen irgendwie, wenn ich mal hier... Was? Oh, ist ein bisschen laut. Das war ein Gegner, okay. So, das heißt wieder neue Drops. So, ich habe noch heute hier das alles gemacht, hier ein bisschen leveln und so. Deswegen bin ich nur so drin in dem Spiel ein bisschen. Naja. Ich habe gesehen, dass dort aktiviert das. Mal ganz kurz gucken. So. So, einmal einwechseln. Ich glaube ich auch so zum Thema. So, einmal Dingens einsetzen. Einmal einwechseln. So, und wenn wir die Seelenbrecher einsetzen, bekommen wir ja mal ein SA zurück. Also nee, nicht ein SA, aber wir bekommen so ein bisschen zurück. Und deswegen tue ich mal hin und her wechseln und das bringt dann voll. Wenn man 3 SA hat. Was? Sie ist kein Fan von langen Dingen, okay. Das kann man auch so falsch verstehen. Ja, günstiges Treffen. So, hier, wenn die Charakter jetzt zum Beispiel 3 SA haben, da kann man wortwörtlich immer, weiß nicht, 3-4 Mal irgendwie so eine Auswechslung machen und ja, das ist ganz schön heftig dann. Das war Magilos neuer Angriff, glaube ich. Blutwand oder irgendwie sowas. So, ich spare mir halt mal auf bis zum letzten Gegner, damit ich hoffentlich einen Drop hier bekomme. Und zu Level hat es auf jeden Fall gemacht. Die Gegner sind nicht mehr so stark, aber ich habe natürlich auch wegen den Fähigkeiten oder den Titel, die bin ja nichts, aber das war der Kreisel, wir haben gesehen. So, komm her. Also, das wird den glaube ich nicht umbringen, oder? Doch, sieht stark aus. So, jetzt gibt mir was. Visionärer Schleier. Boah, ich dachte, die Drop-Chance wird erhöht. Ich sehe es gar nicht. So, du. Wie nennt man das? Eine Bud Spencer-Keule. Wie nennt man das nochmal? Keine Ahnung. Hier sind übrigens keine Schätze, also tue ich hier vollkommen sonst rumlaufen, habe ich so ein Gefühl. Bist du ein neuer Gegner? Ich glaube, du läufst auch in den Ruinen rum, ne? Ja, Volok, Evolk Ruin, aber du bist neu. Und ja, wir steuern immer noch Eleanor. Ja,
Irgendwie habe ich das Gefühl, die Kämpfe sind in letzter Zeit ein bisschen einfacher geworden. Wechseln, buff. Und jetzt machen wir den hier. Ja, ich habe Spaß hier mit dem Charakter wechseln. Und zack. Und wieder wechseln. Also ich kann locker diese Titel hier hochleveln, also er setzt sein Ding ein, bekommt wieder ein paar Dinger. Und wer wird wieder? Oh, nein, das ist der falsche Gegner. Mal gelogen, muss jetzt mal den finishen. Ich tue die ganze Zeit schützen. Ey. Ah, ich drücke die ganze Zeit L2, aber macht nichts. Ey. Stört immer noch nicht. Ah. So, hier war ich auch schon, ne? Ja. Ne, doch. Da ist nichts, okay. Joink. Wenn du gleich die Tausender ganz ja knackt mit den Dingern. Oh, ich wollte eigentlich nicht gegen dich kämpfen. Ich habe auch keine Sachen irgendwie, also weg. Ich flüchte mal. Das ist ein Charakter, gibt irgendwie der Dingens hier Titel hat, wo man flüchten muss. So. Mach mal. Schwäche gegen Wind. Komm mal her. Boah. Aber ja immer noch, warum sie überhaupt Dingens einsetzen kann, ja. Malakas. Meinen Sie, ist Priesterin? Priesterin Dingens. Ist schon, ja. Warum vergesse ich eigentlich den Namen? Sie hat mir aufgefallen, das hat mir gefällt. In diesem, aua. Ich habe meinen Seelenbrecher gerade eingesetzt. Warst du nicht auch irgendwie ein viertes jetzt oder so? Zyklonpfeil habe ich noch nie eingesetzt, verdammt. Aber da meine ich Kata 1, 2, 3, 4. Mal so. Mach mal so. 4, 3, 2, 1. Voll dämlich, aber was soll's. Ja, hat auch was. Man sollte vielleicht irgendwie so mal auf die Effektivität der Sachen und so hier schalten, aber wir müssen ja halt gut aussehen und logisch rüberkommen. Ist nicht K.O., oder? Dann mach mal den da hinten fertig, damit ich den jetzt schauen kann. Warum kann ich nicht? Ich drück die ganze Zeit hier L2. Metroid, cool. Ich drück die ganze Zeit L2. Dann kann wahrscheinlich daran liegen, dass die Gegner irgendwie gestunt werden müssen. Exorzist, genau, meine Güte. つまり わかりやすく言うと私を1番、エレノアは2番にしなさいってこと。わかった。ベルベットが1番で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 、エレノアは2番にしな
So. Zombie. Die Zombies sollten nicht solche Magie einsetzen können. Das sah gut wieder aus. Aber wer wird ein bisschen eifersüchtig auf Eleanor, weil sie ein bisschen normal ist im Gegensatz zu ihr oder was? Wechsel. Wechsel. Wurf und er kann einfach rein und hat die weggeweht. Na, sie ist dieser Monkey, die Ruffy von Tales of Berseria oder was? Na, wieder so eine Keule. Da ist ein Speicherpunkt und da. Das sieht aus wie ein Feuerzeichen von Tales of Zestiria. Oder was auch immer. Das Feuerzeichen von ihr, weil. Oh, okay. Das Feuerzeichen von ihr. Na, Feuerruinen, was weiß ich. Schon so lange, ja. Ja, kann hier irgend. Was ist das? Kerzen und Türen. Manche Türen sind mit Hilfe Flammenzaubers verschlossen, können nicht auf übliche Weise geöffnet werden. Finde und zünde Kerzen in der Umgebung, um den Zauber zu brechen und die Tür zu öffnen. Uff. Also solche Sachen sollten sie irgendwie vorher schon so vorstellen oder zeigen oder verteilen auf der Karte und dann erst später durch irgendwas verfügbar machen. Genauso wie mit diesen Steinen irgendwie. Irgendwie heißt es so, ja, du kannst Steine kaputt machen, aber erst nachdem wir zum ersten Mal so einen Stein sehen, das macht irgendwie keinen Sinn, finde ich. Was ich irgendwie auch anders überlegen können, finde ich. Ja, aber ich habe keine Ahnung, von was ich rede, also. Da wieder eine Keule. Wuff. Ah, hallo, was ist da denn? Da kommt man wahrscheinlich da hinten zum Boss, ne? Wir haben gerade gespeichert, also. Oh. Können wir ja mal versuchen. Obwohl, können wir eigentlich nicht versuchen. Ne. Wir sollten den definitiv nicht versuchen, weil ich habe keine Tränke des Lebens. Also ich habe einen. Also ja, es ist eine sehr doofe Idee, jetzt gegen den Boss zu kämpfen. Deswegen werde ich ja noch nicht machen. Ich werde mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Hm. Okay, ich glaube, da war es. Das ist schon wieder irgendwie so ein Schlangenvieh. Ich will die Dinger haben, ich will die Tausender-Grenze noch knacken, hallo? Das ist bestimmt auch gut, das erste Fragment, ne? Hi. Ich gehe dann. Weiß ich nicht. Nee, lass mal lieber. Ich baue erstmal einen Shop. Ich muss auch ein paar Sachen kaufen, verkaufen, hochballern, verbessern und so. Was mir aufgefallen ist, was mir auch sehr gefällt, ist, man muss nicht mehr eigentlich bestimmte Ausrüstungen in die Ausrüstung, um irgendwelche bestimmten Effekte auszulösen. Da habe ich bei Zestiria so richtig genervt. Du musst irgendwie verschiedene Kombinationen von Ausrüstungen zu tragen. Mehr als irgendwelche Effekte und so freizuschalten. Boah. Und dann die ganzen Sachen ja mehr oder weniger random waren. Hat es das ein bisschen schwierig. Da ist ein Händler. Hat es das ein bisschen schwierig gemacht. Dann können wir ja im Boss gleich nochmal versuchen. So, irgendjemand von Level Up, ja. Ihr beiden seid sogar von Level Up. Warum liegt Magino so weit hinten? Ja, ich wollte sagen, ich wollte eigentlich nicht kämpfen, aber da ist noch ein Steinrohle. So, machen wir ein bisschen schneller. Ja, kann nicht sein.
3 Buff auswechseln. Können wir ihre Dings einsetzen, weil sie bekommt eine Seele nach dem Einwechseln. Und einwechseln. Können wir theoretisch sein Dings einsetzen. Oder einwechseln. Dann sie wieder eine Seele einsetzen. Oder einwechseln. Er ist irgendwie broken. Wandermond und Himmelsklaue, das ist ein rotes Ding gewesen. Fehlschuhe. Sehenbrecher, Himmelsklaue. Noch übriger, wenn theonisiert. Zur Aktivierung nach dem ersten Treffer einer Combo R2 gedrückt halten. Theonisierung zählt als Statuskrankheit. Das heißt, dass Velvet KP nicht mit Hilfe von Gels und Arts wiederhergestellt werden können, solange sie unter ihrem Effekt steht. Sie kann ihre KP jedoch durch Sehenbrecher wiederherstellen. Das ist nützlich, wenn du willst, dass sie theonisiert bleibt. Okay. Mondlichtzickel, Himmelsklaue. Hier nach einem Kombo-Start, da er zwei gedrückt hat, wenn drei oder mehr Seelen vorhanden sind. Er befördert einen Gegner in die Luft, okay. Und sagt mir, man kann mit jedem Charakter irgendwie so mehrere Sachen freischalten. Wäre awesome. Also deren Seelenbrecher so ein bisschen weiterentwickeln, warte mal, Befehlschuhe. Wäre richtig geil. Du hast aber, glaube ich, nichts mehr. Doch, du hast sogar noch was. Floridstiefel. Nur Floridstiefel. Ja. Oder? Ja, okay. Ja. Kann ich also dann. Was gibt mir das? Ist argwöhnlich Sehenbrecher. Ja, das ist nicht schlecht. Vor allem, da ich jetzt immer diese Auswechslung mache. Ich glaube, den Team werde ich relativ früh maximieren. Langsam tun wir ja so das Gebiet irgendwie erreichen. Hallo, na? Der kann jetzt kommst du durch diesen Tunnel. Hinter der versiegelten Tür war diese Information auch umsonst, bla. Okay, ich brauche 40 Jelly. Oh. Ja, komm. Neue Waffen. Oh Gott. Ich vielleicht erst kaufen sollen und dann. Ja, damit Magelo bekommt da, glaube ich, irgendwie einen Titel durch mehrere auf der Sand. Florid Armreif, ich ist mir ehrlich gesagt gerade egal. Ich kaufe jetzt erstmal als Neues. Ja, Level 5 erreicht. Du hast jetzt einen Preisnachlass. Wenn Titel des Kriegers Gestaltung oder bestimmt trotzdem Einsetzung von Kriegsart Derivaten. Was ist das schon wieder? Florid Beutel, Kalzit Schleife. Ja, sie braucht noch eine Schleife. Florid Gürtel. Florid Weste, davon werde ich, glaube ich, ein paar mehr brauchen. Verlangsamungswehr. Endlich mal neue Sachen. Ist gezeichnet. Dann kommen wir auch mal ein paar. Ah, ja. Sehr gut. Und ich werde dann. Oh, neuer Titel. Kauflustige. Dann werden wir mal versuchen, gegen das Einviech zu kämpfen und. Danach werde ich vielleicht ein paar Sachen hier verkaufen. Wow, das ist sehr viel schwächer. Fähigkeiten gegen Furien. Nicht elementare Schaden reduziert, ausgezeichnet. So, du hast eine. Du hast noch eine Waffe. Angriff bei weniger. Floridgürtel hast du auch noch. Boah. Ich komme gar nicht mehr hinterher, ja, habe ich so ein Gefühl. Fähigkeit gegen Untote. Und irgendwie runter. Ja. Dingens mit dem linken Analog sehen. Verlangsamungswert. Du hast sogar noch was. So, Florid Stiefel. Die sind noch. So, das könnte jetzt ein bisschen dauern hier. So ein ganz kleines bisschen. So, Florid Weste. Perfekt. Er hat gerade nichts mehr aus zum Ausrüsten. Die bauen aber nicht so lange, bis ich die hochlevel. Auskraft, ja. Du hast noch was. Aus wie so Minecraft-Dingen. Schokoladenfigurine. Alter. Du hast mich gefragt. War das nicht von Rammstein irgendwie so? So, Lerngeschwindigkeit. Als sieht Stiefel.
Stiefel brauche ich. Wenn der Ansturm. Ach, hallo. Warte mal, hallo? Gib mir die. Habe ich noch nicht. Na. Trägst du hier Stiefel, die andere Sachen, die andere Leute hier lernen kann, ey. Dann haben wir ja Fokus, Art Angriff, Art Verteidigung. Ja, noch mehr Seelen gewinnen, ja. Ich gucke mir so auf die Dingens hier, auf die Effekte. So, nee, Rokuro. Nee. Was? Eisen, meine Güte. Sehr viel Menüarbeit heute, habe ich so Gefühl. Oh, oh, endlich mal wieder ein neuer Floribeutel. Finde ich sehr gut. Stiefel. Verdammt, der kann wieder nichts. Okay. Müsste soweit richtig sein. Ja, geh weg. Wir suchen uns jetzt noch an dieses komische Viech. Und dann machen wir Feierabend. Im 26 Minuten. Oh. Aber wir sind ein paar Level stärker. Wenn wir schon schaffen, oder? Ein bisschen knapp werden, aber soll es jetzt auch ein bisschen länger. Ja, ist wieder ein Level irgendwie stärker. Ne? Ja, schon so bekommt man noch mal dahin. Irgendwie aber das, ne? Kommt man noch mal. Ach, da. Entschuldigung. Ist wieder sogar auf der Karte angezeigt. Ah. Gut, ob wir das schaffen, ist eine Sache. Aber mal schauen. Wahrscheinlich wieder so von der Ferne angreifen. Da war mein Pro-Tipp hier in Tales Hysteria bei den ganzen Mini-Bossen. War schön weit hier, Wasseramortisierung und dann kommst du hinweg. Ouroboros 32. Der könnte vielleicht noch ein bisschen schwierig werden. Weiß er dann am Ende des Parts. Aber ja, wir müssen hier so einen Kickstart mit Velvet machen, habe ich so cool. Rokuro schon, was? Warum ist Rokuro schon tot? Das von allen Leuten ja. Ausgerechnet Rokuro. Jetzt ist das Ding uns weg. Ja, auch. Nee, den schafft man nicht. Das ist der neue Angriff von Eleanor. Alter, ich sehe noch nicht mal, was die hier tötet. Okay. Ja, damit. Ich dachte, K.O. gegangene Charaktere kann auch ausgewechselt werden. Aber gehst du mal ein bisschen weg von mir. Wir rennen mal zum Speicherpunkt. Meine Expedition ist zurück. Yay. Jungendrache, Kartoffel 9. Habt ihr diesen Effekt, ist das gelb oder was? Ja, hier haben wir auch. Ach, hier hätte ich auch ein paar Leute hinschicken können, Mann. Wir schon alles. Wir müssen noch Gebiet hier freischalten, hallo? Okay, dann gehen wir kurz zum Speicherpunkt, um uns hochzuheilen wieder. Und dann machen wir noch einen Kampf, weil aus irgendeinem Grund werden wir immer voll geeilt, wenn wir einen Kampf abschließen. Habe ich so halt Gefühl jedenfalls. Und ja, deswegen machen wir noch einen Kampf. Weil der Kampf, der war ein bisschen heftig. Und ja, den schafft man nicht. Nee, das ist ein bisschen offensichtlich. Level 32 ist auch ein bisschen stark. Da habe ich mal gesehen, wie Rokuro feigt das, ey. Nur so auf meinen Charakter auf einmal Rokuro 0 HP, was? Der hat 1990. Ach, wer? Zombie!
Habe ich auch die irgendwie Florid-Sachen oder so hinterlassen, die ich gerade gekauft habe. Alter. Ist gut, Mann. Wow. Jetzt sind zu Eisen. Jetzt sind sein Ding sein. Enorm. Jetzt ihre Dinge sein. Noch mal ihre Dinge sein. Noch mal ihre Dinge sein. Eisen. Jetzt sind sein Dingen ein. Noch mal sein Dingen ein. Eleanor. Noch mal ihre Seelen ein. Noch mal ihren Seelenbrecher ein. Jetzt mal zu Eisen. Jetzt mal seinen Seelenbrecher ein. Jetzt mal noch mal sein Ding ein. Eleanor. Setzen wir ihren Ding ein. Ja, so kann man diese einen Dinger auf jeden Fall sehr gut leveln. Ja. So, Velvet hat jetzt nur noch 1 AP wegen ihrer Theonisierung. Kombo-Künstlerin. Mars-Tasche. Oh. Und ein neuer Kochlevel. Ja, und jetzt hat sie voll AP. Also scheint voll geil zu werden. Warte mal, lass mich mal gucken. Wie macht man das? Hier gibt es irgendwie sowas. Oder auch nicht. Sie hat noch nicht so viel. Plus 80 KP Wiederherstellung bei Sieg über Gegner. Ach so, nach einem Gegner, den man erlegt. Ah, ich dachte so nach Sieg. So, sie hat ein Kochlevel bekommen. Was für eine Fähigkeit hat sie bekommen? Zubereitungsgeschick. Verbraucht möglicherweise keine Zutaten. Gut, dann können wir ja jetzt jemand anderen hier abstempeln zum Kochen. Und zwar, Okoro, komm. Gut, und komm, Künstlerin hat sie bekommen, genau. Wo ist das? Komm, es getötete Gegner. 5? Ja, was habe ich den Rest des Spiels hier gemacht? Habe ich doch mit Kombos Leute erledigt. Okay, keine Ahnung. Gut, dann speichern wir hier. Oh, die Mars-Tasche, warte. Ich habe da aber eine, ne? Verbrennungsfähigkeit. Finde ich gut, dass wir den Drop von den Gegnern hier bekommen haben. Gut, wir haben viele Sachen jetzt zum Leveln. Da ich muss hier, glaube ich, offscreen nicht mehr viel machen, habe ich so Gefühl. Aber ich werde sowieso jetzt nicht offscreen irgendwas machen, weil ich komme gerade von offscreen irgendwas machen, deswegen. Und ja, das heißt dann wohl, ich beende jetzt hier ein Part. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn ich hier, ich glaube, dann werde ich ein paar Sachen bei den Turtles verkauft haben und mal gucken, ob ich noch irgendwas anderes kaufen kann und so. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.